Hallo meine lieben Freunde und ich grüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Beitrag auf dem Kanal Marc Gademann klärt auf. Heute soll es mal wieder um das Thema gehen, wie kann man gesund und glücklich leben? Es ist wirklich ein Thema, das die Menschen selbstverständlich beschäftigt, das ist klar. Und darum soll es heute gehen. Ihr könnt dieses Video hier, wenn ihr es als nützlich empfindet, und das werdet ihr mit Sicherheit, runterladen auf notube.net. Jetzt geht es mal darum, wie kann man glücklich im Leben sein. Nehmt euch am besten ein Blatt und ein Stift oder tippt es irgendwo ab. Dann könnt ihr hier sehr von dem Video profitieren. Wie kann man ein gesünderes und glücklicheres Leben führen? Was ist wichtig? Nur man muss dazu eins verstehen. Ich hatte sehr schlimme Psychosen. Auch Drogenkonsum spielte eine Rolle. Und wichtig ist, wenn man das verarbeiten möchte und vorwärts kommen möchte, das habe ich schon gesagt in der Vergangenheit, schreibt es euch auf. Positive Gehirnprogrammierung, da gibt es ein Video auf YouTube, das gucke ich mir immer an. Ich bin großartig, heißt das, ich bin großartig, mit 2 S geschrieben. 12 Minuten dauert das ungefähr, das sollte man 2-mal am Tag angucken. Ja, kann man auch nach der Arbeit, ne, da sagen die Leute, ich bin sowieso kaputt, ich will mir was angucken. Aha, da hast du doch was, das würde ich 2-mal am Tag für mindestens 30 Tage angucken. Ich bin großartig. Man kann sich auch positive Sätze aufschreiben. Also schreibt es euch schon mal auf euer Blatt Papier oder bei Word oder wo ihr auch das abtippen oder aufschreiben möchtet. Positive Gehirnprogrammierung, also zum Beispiel das Video Ich bin großartig auf YouTube, 2-mal am Tag für mindestens 30 Tage angucken. Zweitens, positive Sätze aufschreiben und sich das nochmal bewusst machen. Bei der positiven Gehirnprogrammierung, ne, bei dem Video Ich bin großartig, geht es ums Unterbewusste, dass du unterbewusst, ne, sagst, ich bin großartig, weil das bist du. Und bei dem Aufschreiben geht es darum, sich das nochmal bewusst zu machen. Ja, und das hat auch einen sehr, sehr positiven Effekt, der auch manchmal unterbewusst noch zusätzlich wirken kann. Aber vor allem geht es um die Bewusstmachung. Positive Gehirnprogrammierung, das hat mir sehr geholfen gegen Depressionen und Psychosen. Das muss ich ganz klar sagen. Also die Stimmen im Kopf sind fast weg. Sie können natürlich wieder auftreten, aber manchmal spult sich dann auch ein altes Programm wieder rein. Aber es spult sich nicht rein, sondern es wird wieder aktiviert und es geht dann raus, weil die positive Gehirnprogrammierung bringt dir bei, dass das Negative rausgeht. Das ist sehr entscheidend. Das heißt, es kann manchmal belastende Situationen auftreten und dann geht es aber raus, weil du hast es durch die positive Gehirnprogrammierung gelernt. Und das ist wichtig. Das muss man mindestens 30 Tage am Stück, würde ich ungefähr sagen. Das kann man auch noch länger machen. Plus, plus, plus. Ja, wenn du es dein Leben lang machst, ja, ist doch wunderbar. So, positive Grundprogrammierung. Das ist für Männer und Frauen. Und das Zweite, das ist für die Männer wichtig, nämlich das Alpha-Mann-Training. Das macht man 5 Minuten am Tag. Und da kann man wirklich mal laut rumschreien, wenn man jetzt in der Wohnung nicht schreien will. Man kann es auch laut aufsagen oder in den Wald oder irgendwo, wo man laut schreien kann. Was macht Sinn, das mal zu schreien? 5 Minuten am Tag. Schreibt euch, liebe Männer. Und die Frauen könnten auch profitieren, wenn sie das den Männern sagen. Schreibt euch, liebe Männer, auf. Alpha-Mann-Training. Schreibt euch bestimmte Sätze auf. Ich bin großartig, ich bin stark, ich bin der Alpha-Mann, ich bin der Herr im Haus, ich hau auf den Tisch. Das könnt ihr 5 Minuten am Tag schreien. Ja, immer wieder könnt ihr auch 3-mal das wiederholen. Und wenn ihr sagt, ich hau auf den Tisch, dann müsst ihr, wenn ihr zum Beispiel jetzt steht, ja, dann müsst ihr in die Luft so hauen, so dass ihr nach vorne guckt, aber es sich unterbewusst einprägt. Ne? Ich hau auf den Tisch, ich hau auf den Tisch, ich hau auf den Tisch. So macht man das und das ist sehr entscheidend. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Die positive Gehirnprogrammierung, dann nochmal die Bewusstmachung, sich positive Sätze aufschreiben und für die Männer noch zusätzlich das Alpha-Mann-Training. Googelt auch die 10 Eigenschaften eines Alpha-Mannes und dann könnt die Männer euch die auch aufschreiben. Ne? Selbstbewusstsein, klare Sprache, prägt euch das ein. Könnt ihr 1 Minute am Tag euch nur ein bisschen einprägen, euch noch angucken. So, und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann gehen die negativen Programme raus. Sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Dann kommt natürlich das Nächste und das ist die richtige Ernährung. Und da habe ich jetzt auch sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Das ist fantastisch. Natürlich gehört auch jeden Tag rausgehen. Menschen machen oft den Fehler, die gehen nur einmal im Jahr in den Wald und dann für 3 Stunden und dann sagen sie, ja, das hat mir zwar gut getan, aber ich kann das ja nicht jeden Tag machen. Nein, du sollst dir das zeitlich aufteilen. 2-mal 1 Stunde am Tag zum Beispiel. Ja, wenn du sagst, du willst nicht 2-3 Stunden am Stück, dann geh 2-mal 1 Stunde. Ja, oder geh 3-mal 1/2 Stunde oder so, dass du dir das aufteilst.
So, und dann hast du schon was mehr Bewegung. Und vielleicht fängst du zwischendurch noch an, ein bisschen zu joggen und zu laufen. Schreibt es euch auf. Schreibt es euch auf. Bewegung, sehr, sehr wichtig. Sport letztendlich. Und bereitet euch auch vor auf Dinge, ja? Dass ihr schon mal so ein bisschen die Luft boxt oder so, dass ihr wisst, dass ihr vorbereitet seid, dass ihr vielleicht in den Boxverein geht oder dass ihr mal so euch hinstellt und sagt, danke, danke, danke fürs Zuhören oder so, damit ihr vorbereitet seid, einen Vortrag zu halten. Das ist entscheidend, ja? Oder dass ihr mal durch die Luft so als wärt ihr im Ziel, als wärt ihr ganz gelaufen. Intervalltraining ist eigentlich sehr, sehr, ne? Und der Wechsel von Anspannung und Entspannung. Da arbeite ich auch noch dran. Manche machen auch Hanteln stemmen, aber Hanteln stemmen ist für viele nur 10 Minuten am Tag, um mal rumzubrüllen, weil Hanteln stemmen, das ziehen viele nicht lange durch. Das ist meist, ja, ich will es nicht schlecht reden, wer das dauerhaft macht, macht das. Ja, nicht, dass jemand denkt, ich sei neidisch, ich find's cool, ich find's super oder ich find's gut, aber das ist also wichtig. Positive Gehirnprogrammierung, Bewusstmachung, Alpha-Mann-Training für Männer, Sport, Bewegung und gesunde Ernährung. Was gehört dazu? Nun, das eine, was wichtig ist, ist den Vitamin-D-Mangel auszugleichen. Das ist ganz besonders wichtig und entscheidend. Vitamin D ist etwas, wenn du in die Sonne gehst, wird das produziert. Du musst also viel in die Sonne, das habe ich schon gesagt, viel Bewegung, in die Sonne gehen. Ja, gut ist, wenn du kurze Arme dann auch schon mal hast, dann gehst du raus in die Sonne. Ja, und stellt sich da so rein sozusagen dorthin, wo viel Sonne ist. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Und dann kann man noch zusätzlich was tun. Man kann natürlich auch Präparate einnehmen, aber da muss man aufpassen, dass es nicht mit Zusatzstoffen belastet ist, weil das geht dann auch in deinen Körper. Ich habe es mal hier. Das ist jetzt von fairtrade.com. So, das ist Vitamin D3 plus K2. Macht also Sinn, das zusammen, D3 plus K2 zusammenzunehmen. Ja, und dann kann man mal sagen, wenn man mindestens eine am Tag von nehmen, ja. Das ist dann sehr entscheidend. Ich weiß nicht, wie viel steht hier drauf. Soll man am Tag nehmen? Ja, hier steht jetzt eine Kapsel am Tag, ne? Klar, es gibt natürlich im Internet Leute, die sagen, man kann auch deutlich mehr davon nehmen, aber offiziell sage ich mal eine Kapsel mindestens am Tag. Das ist sehr entscheidend. Zum Essen. Ja, und was isst du? Das ist auch sehr entscheidend, weil du willst dich gesund ernähren. Was ist also sehr entscheidend, ist, dass du die richtigen Dinge isst. Also Vitamin D-Mangel kann man durch Sonnenlicht. Und wenn man gute Vitamin D-Präparate, nicht dieser Schrott mit Zusatzstoffen, sondern gute ohne Zusatzstoffe oder die richtige Ernährungsweise, Hühnereier aus Freilandhaltung, kannst du dir auch aufschreiben. Kannst du sowieso. Und lass dir nicht einreden, oh, nur ein Ei am Tag, das ist alles Blödsinn. Sondern du kannst mehr Eier essen. Ja, so, das ist klar. Du kannst auch Champignons und so, aber und Fisch würde ich eher meiden, weil das oft Quecksilber, eigentlich ist Fisch gesund, aber es ist oft Quecksilber drin oder so. Das würde ich ein bisschen aufpassen mit Fisch. Fleisch auch eher ein bisschen reduzieren, denke ich. Fleisch isst man dann, wenn man Lust darauf hat. Dann kann man hier, ich will mal ein Stück Fleisch. Ja, das ist auch die Biologie des Menschen. Aber entscheidend ist auch, es gibt Säfte. Und ihr solltet immer Säfte, schreibt es euch auf, nicht aus Konzentraten, nicht aus Fruchtsaftkonzentrat und nicht den Nektar oder mit Glucose-Sirup oder wie das heißt. Ja, Glucose-Fructose, glaube ich, Sirup heißt das. Nicht, sondern Direktsaft. Das ist entscheidend. Direktsaft schmeckt auch am besten. So, und da gibt es Direktsäfte, die sind mit Vitamin D drin ist. Ja, die reichern das an. Das kann man auch trinken. Habe ich jetzt auch. Ich habe es jetzt, weiß nicht, ob es Rabenhorst, ne, wie heißt das nochmal? Muss immer gucken mit dem Preis. Ich muss auch immer gucken, dass ich nicht zu teuer einkaufe, weil Wohlstand kommt erst aus dem Reichtum, dass du anderen Menschen hilfst, dass du dann auch irgendwann Wohlstand erlangen kannst, auch für dich selbst. Aber du musst auch anderen Menschen helfen, entweder Wohlstand zu erlangen oder etwas Positives zu tun. Du musst an dir selbst arbeiten. Das ist entscheidend. Das mache ich jetzt. Das ist wichtig für mich. Das ist wichtig für andere. Ja, und das ist sehr, sehr entscheidend. Und Wohlstand, das kommt irgendwann. Ich bin nicht gierig, dass ich von heute auf morgen hier, was weiß ich was, brauche. Gesunde Ernährung geht auch günstig. Ja, sehr entscheidend. Dann kannst du natürlich noch eine Entgiftung, kannst du auch aufschreiben, eine Entgiftung aller Organe machen. Das ist natürlich eine körperliche Belastung, aber es lohnt sich dann auf Dauer auch das zu machen. Jetzt habe ich eigentlich was aufgeschrieben gehabt. Reinigung des gesamten Körpers. Prostata zum Beispiel, aber gibt noch mehr.
Ne, also Prostata zum Beispiel wäre Obst, Gemüse, Salat und Tomaten sind da wichtig. Vollkornprodukte auch wichtig. Ja, und bei Vollkorn würde ich schrittweise machen. Ich habe gerade gegessen. Ja, ich will immer um 6 Uhr aufstehen und um 8 Uhr und um 12 Uhr und um 18 Uhr ungefähr essen, dreimal am Tag. Ja, dass ich meinem natürlichen Hungerbedürfnis folge, aber nach ungefähr vorgegebenen Zeiten. Muss ja nicht punktgenau immer sein, aber so, dass ich so eine Richtlinie. Und auch am Wochenende, ja, stehe ich auch um 6 Uhr auf und so und um 8, um 12, um 18 Uhr esse ich. Schreibst du auch auf Morgenroutine, ja, morgens aufstehen und erstmal rausgehen, eine halbe Stunde spazieren. Schreib dir das alles auf. So, jetzt Prostata zum Beispiel, da kannst du jetzt hingehen, mehrere Portionen Obst, Gemüse und Salat und Tomaten, Vollkornprodukte. So, ich habe eben ein Vollkornbrot gegessen. Ich habe erstmal eins gegessen. Ich will mich an den Geschmack gewöhnen, weil ich habe es lange nicht mehr gegessen, okay? Ich habe zwar auch Dinkelbrot, ist auch, ja, aber ich will jetzt Vollkornbrot. So, und ich habe da etwas Kokosöl drauf gemacht. Ja, Kokosöl muss man sich auch dran gewöhnen. Kokosöl ist sehr gesund. Ja, angeblich soll es auch gegen Alzheimer helfen, behauptet der Fokus in einem Artikel. Aber entscheidend ist auch Vollkorn drauf, die Kokosöl. Dann habe ich ein bisschen Frischkäse drauf, aber man sollte nicht so viel gekühlte Produkte kaufen oder konsumieren. Und dann habe ich noch ein paar Tomaten drauf gemacht und das dann so gegessen. War lecker, ja. Und dann habe ich danach noch einen Apfel gegessen. Also sowas, ja, das ist sehr entscheidend gesunde Ernährung. Aber natürlich, ja, da habe ich noch einen Ingwer-Shot mir gegönnt. Ja, weg mit Alkohol-Shots, ekelhaft, sondern Ingwer-Shot. Ja, das, was gesund und gut für dich ist und es wird dir gut tun, du wirst es merken. Regelmäßig Tee trinken, schreib es dir auf. Was auch noch zum Beispiel Prostata ist jetzt ein Beispiel. Paprika habe ich auch gut. Aprikosen, am besten ist, wenn man Dinge regional kauft, ja, ich glaube Spanien muss man immer ein bisschen gucken, weil da heißt es immer, glaube ich, auch Gentechnik und Pestizide, also ich würde es eher regional und so, ja, klar, man kann es auch abwaschen danach, wenn man es gekauft hat. Erbsen, auch wichtig, wegen Prostata, Haferflocken, Weizenkleie, Leinsamen, Sesamkörner. Ja, du kannst ja auch deine Haferflocken, ich esse das immer mit Wasser, weil man sollte nicht zu viel Milch trinken, aber Haferflocken mit allen anderen Flocken oder mit Leinsamen drin, mit Chiasamen, Sesamkörner mache ich sogar rein, ja, Weizenkleie habe ich hier noch stehen, Walnüsse, Cashewkerne, ja, Sonnenblumenkerne, solche Dinge, das braucht der Körper. Ja, sowas habe ich hier stehen, grüner Tee, Brennnesseltee, Ingwer-Kurkuma-Tee, Süßholz, Löwenzahn, Granatapfel, ja, und Beeren natürlich, ja, Beeren natürlich, indem du einfach das Richtige zu dir nimmst. Das ist entscheidend. Wenn du diese Dinge umsetzt, die ich jetzt hier gesagt habe, und dann natürlich schreib dir morgens das auf, und schreib dir das jetzt auch auf, schreib dir morgens auf. Wenn du jetzt, sagen wir mal, aufstehst um 6 Uhr und du stehst extra um 6 Uhr statt um 7 auf, damit du noch eine halbe Stunde mindestens oder eine Stunde rausgehen kannst. So, dann kommst du irgendwann nach einer halben Stunde oder so wieder und du hast schon mal was Bewegung. Ist gut für die Durchblutung und so weiter. Dann schreibst du dann, was willst du am heutigen Tag erreichen? Wenn du das mal strukturierst, dann klappt es schon besser. Das mache ich auch jetzt immer jeden Morgen. Ne? Hier habt ihr es sehen. Montag, 3. Juli. Das ist eine ganze Menge. Ja? Das ist ja quasi fast, oder ein Blatt voll, ja, und dann kann man das viel besser sich angucken und manche Ziele erreicht man, manchmal erreicht man auch Ziele nicht. Mal guck mal, wie kann man sich verbessern und das auch etwas mehr strukturieren, ja, und das ist sehr entscheidend, ja, auch seine Arbeit, wie arbeite ich an mir und dann geht's vorwärts und Sozialkontakte ist sehr, sehr wichtig. Wo sind Treffen in eurem Ort, in Vereinen, Organisationen, was auch immer, Sozialkontakte, ganz besonders wichtig, ja, also wenn man jetzt psychotisch ist, also entweder Stimmen hört oder Stimme im Kopf hat, ich bin blöd, ich bin paranoid, ich bin dieses und all dieser Blödsinn, dann sind Sozialkontakte wichtig, damit du echte Stimmen hörst, damit du nicht diese falschen hörst und also die richtigen Sozialkontakte, nicht mit Menschen, die Persönlichkeitsstörungen haben, die rauben die Energie, sondern die nett sind. So, und zweitens ist natürlich klar, von Kühlschränken etwas fernhalten, weil die bringen dieses Paranoide in deinen Kopf. Deshalb sollte man nur 10 Minuten in den Supermarkt, schreib es dir auf, du machst deinen Einkaufszettel, schreibst da drauf, was du alles brauchst, gesunde Dinge, nicht so viel aus dem Kühlregal, ja, und dann 10 Minuten durch den Supermarkt, schnell bezahlen, raus und dann hast du die gesunden Lebensmittel, die du brauchst, ja, so funktioniert das. Das ist wichtig und jeden Tag zweimal eine Stunde in die Natur, in den Wald oder spazieren oder laufen.
und andere Formen von Sport, wenn ihr möchtet, auch machen. Das ist entscheidend. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist und jetzt jemand hier neu ist, abonniert den Kanal. Unter dem Video findet ihr meinen Instagram-Account. Wichtig ist es im Leben, anderen Menschen zu helfen. Wenn ihr also auf Instagram mich anschreiben möchtet, tut das, wenn ihr Probleme habt, Ängste, Sorgen und so weiter. Man kann auch auf Dauer die Handynummer austauschen, bin ich auch offen für all diese Dinge. Ich will sowieso starke Freundschaften und Partnerschaften aufbauen und ich möchte Menschen kennenlernen, Menschen helfen. Das ist etwas, das für mich eine Herzensangelegenheit ist. Also schaut in der Video Instagram. Wenn ich dort dann doch mal nicht antworten sollte, habt ihr die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Unter dem Video findet ihr meine Webadresse mark-gardemann@web.de. Telegram habe ich auch, füge ich auch an, könnt ihr mir auch anschreiben. Ersatzkanäle und so habe ich auch. Ja, und dann muss ich noch all die noch zusätzlich schreiben, die sollen mir meine Ersatz-SIM-Karte endlich schicken. Tja! Gut, liebe Freunde, wichtig ist also, dass ihr diese Dinge umsetzt, ja, und dann wird es laufen. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Wenn dem so ist, abonnieren, kommentieren, bla 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 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.